Also wir müssen das halbieren. Das ist ein Oder. schönes Kontergewicht, genau. Bitte schön, habe ich gern gemacht. Nee. Was ist das hier überhaupt für ein Gerät? Dieser Gerät, ich weiß nicht. Also, das ist die Ballenpresse. Glaube ich. Ich habe jetzt erstmal 500 Tacken für Sprit ausgegeben. Oh, mein Traktor. Sigi hat recht, mein Traktor ist total hinüber. Ja, du bist die ganze Zeit selber damit gefahren. Wollte ich dir nur mal gesagt haben. Und meinen hast du auch noch zerstört. Nein, nein, nein. Es ist so überhaupt nicht richtig. Nein. Nix da. Brauche unbedingt eine andere, eine Schonbereifung. Ja, Das so ist eine viel zwei besser. Breitreifen, ne? So Wäre genau. viel besser für die Natur. Haben wir eigentlich so ein Ding für Heu? So ein, wie heißt denn das nochmal? Schwader? Ding? Wenn wir Heu machen, weil wir brauchen ja auch ein bisschen Heu. Ja? Wenn man mir an den Kragen pissen kann, dann tut man das auch, ne? Echt, ey. Was möchtest du jetzt Was? machen? Also, du möchtest Silage, Heuballen, Grasballen. Nochmal bitte. Du möchtest jetzt. Wir machen jetzt, also wir brauchen Silage, natürlich den Großteil, und wir brauchen ein bisschen Heu für den Kuhstall. Wie soll ich jetzt schneiden? Wie immer. In Ballen, in Bahnen schneiden. Ich muss, haben wir überhaupt einen Wender? Haben wir einen Heuwender? Dings, Gras? Bist du bitte so lieb und guckst bitte mal nach. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß das auch nicht, ehrlich gesagt. So, jetzt gucken wir mal unter P und dann hier Garage oder wie das war. Striegel. Warum haben wir. So. Ach so, was haben wir? Aufklappen. Steinsammler, Hinten Schneidwerk, aufklappen. Flügel, Tiefen. Haben wir Sie nicht. möchten Heuwendler haben, genau. Guten Morgen in the Morning. Na! Oh, ich hasse dich dafür. Mich? Gras wird Heu. Mähen, wenden, schwadern, pressen. Mähen, wenden, schwadern. Wir brauchen keinen Oh, Schwader Gott, und. wer braucht. Nee, warte. Warte, du hast in den Mähwerken hast du ja schon mal eine Schwaderablage. Ja. Genau. Also brauchen wir nur hier. Nee, Moment, du, aber du vergisst eins. Ich mach die ja zum Schwader, aber. Wenn ich mach die ja zum Dings. Wie? Wenn du die gewendet hast, dann ist das aber nicht gleichzeitig geschwadert. Aber das kann ich mit der Ballenmaschine normal aufnehmen dann. Grasballen ja, aber Heu. Bin da mal weg, Kerz, Katze aussperren. Ich will auch raus. Nix. Sperrst du mich raus? Ich kaufe jetzt, ich warte mal. Gibt es eine Maschine, die schwadern und das zusammenpacken kann? Ja. Wenden und schwadern? Nee, ne? Nee. Schwader. Wender. Wir brauchen einen Wendler. Was wir hatten, ist grün. Warum ist das nicht mehr da? Also ich mach jetzt da Dings, aber wenn du das wendest, dann ist das doch alles wieder verteilt, oder nicht? Ja. Wir brauchen ja Heu, ich muss es Ja, ich wenden. meine ja nur, aber dann brauchen wir doch beides. Dann brauchen wir einen Schwader und einen Wender, oder nicht? Weiß ich nicht. Es gibt Heuwender, die als Schwader ablegen. Das wollte ich wissen, Andreas, genau das. Ich lese das mal. Ja. Woher weiß ich, wer das ist? Es gibt Heuwender, die das Gras wenden und dann gleichzeitig schwadern. Ja, aber das sehe ich ja nicht. Ich weiß das ja nicht. Welcher denn?
Ich gehe mal auf deinen Bildschirm. Sind ja nur vier Stück hier. Also das keiner ist einmal von denen, glaube ich. Der kleine Hutzi hier. Ja, das ist der kleine Hutze. Dann haben wir den hier. Wir haben, glaube ich, einen grünen. Aber es kann auch sein, dass das der Schwader ist, ne? Soll ich mal nach Hause springen? Ja. Ja, aber haben wir ja nicht. Der ist auf unserem anderen Spiel. Ach so. Haben wir hier sowas nicht stehen? Nee, wir haben hier was stehen. Was ist das hier? Also ein Striegel oder was? Ich muss mal eben was gucken. Das ist unser Schwader, den wir auf unserem Spielstand haben. Auf unserem privaten. Haben wir diesen hier. Ja. Diesen Samast. Was steht da oben drüber? Schwader. Ein Schwader wird benutzt, Gras, Heu oder Stroh in Bahnen abzulegen. Man kann es mit dem Sammelwagen sammeln und dann wenden zu Heu. Diesen Sammelwagen, den wir haben. Wender. Wie klein ist denn der? Das ist klein, ne? Das ist ein Zwerg. Ja, dann abladen und dann Heu machen. Hä? Heiko, ganze Sätze. Alles auf einem Haufen. Ja, aber das müssen wir ja dann trotzdem auch. Ja, ich sag ja, wir brauchen noch einen Wende, wir brauchen einen Wender und einen Schwader, wir brauchen beides. Ein Wender. Wir brauchen Wender und einen Schwader, genau. Wir machen jetzt erstmal Silage, oder? Und dann können wir uns ja überlegen. Nee, wir machen das gleich. Also ich ja, drehe jetzt meine Runden. Ja, weil der Großteil, also du legst ja auch mit Dingsschwader ab, ne? Ja, damit und da muss das ja gewendet kann. Werden. Und dann liegt das ja sowieso wieder kreuz und quer. Ja, aber wir machen ja sowieso, wir machen ja nicht, wir machen mehr Silage als Heu auf jeden Fall, ne? Weil davon brauchen wir ja immer mehr von dieser Silage. Und dann, wo haben wir denn hier? Irgendwo ist da noch. Dann müssen wir die halt kaufen. Ja, tu dir keinen Zwang an, mach dir keine Sorgen. Was sein muss, muss sein. Was denkst du, ein Drittel fällt für Heu oder was? Ja, der Rest Silage. Aber schneiden trotzdem, mache ich ja trotzdem so wie jetzt die ganze Zeit, oder nicht? Ja. Ja, du schneidest die ganze Zeit gleich, ja. Ja, und dann gehst du mit dem Wender rüber. Und so viel, wie du gewendet haben willst. Erstmal packe ich die Silage ins Silo. Oder du machst Silage, wie du möchtest. Ja, die machst du zuerst, genau, weil die ja länger braucht. Also, ne, zum Reifen. Dann fangen wir am besten mit der an und dann nehmen wir halt. Also, ich nehme jetzt den Schwader, dann nehme ich den wir auch bei uns haben. Weil der ist gut hier, der reicht auch. 19.500. Muss ja nicht so ein Hammergerät sein. So, einmal. Zack, zack. Ende aus die Maus, so. Ende aus die Maus, Nikolaus? Genau. Und jetzt noch einen Wender. Good morning in the morning. Den ganz kleinen nehmen wir nicht, weil da ist wahrscheinlich zu kacke. Wo ist denn der Unterschied? 8,7 Meter, 9 Meter. 40 PS. 80 PS kommen jetzt rum. Fertig. Ich mache aber erst ein Vorgewende, ne? Mähen, wenden, schwadern macht bei mir der Helfer. Wir sind ja froh, dass wir das mal alleine machen können, dass wir mal was Sinnvolles auf unseren Feldern machen. Statt immer nur so. Fremdfelder, Andreas.
Wo hab ich denn... Hat Angst vor Hammergerichten. Nein, 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 nein. Wo hab ich denn... Hallo Deichbutcher, einen wunderschönen guten Abend. Hallo Deichbutcher. So, jetzt machen wir die Maschine erstmal ab. Wir machen Silage im Silage-Silo. Ja. Wir machen jetzt, ja, genau, wie du sagtest, 2 Drittel machen wir Silage, 1 Drittel Heu. Oder so nach Gefühl halt, ne? Und Gras brauchen wir auch? Nee, Gras brauchen wir nicht. So was wir nicht haben, wir haben keine, das müssen wir dann wahrscheinlich uns einmal ausleihen. Wir haben keinen, oder haben wir einen Hänger, der Ballen aufsammeln kann? Nein, die müssen wir, nee, die werden wir nicht ausleihen, den brauchen wir öfter. Der wird gekauft. Ja, der ist, glaube ich, teuer. Muss man mal gucken. Noch haben wir den Kuhstall parat. So, Silagetank ist der voll, nicht ganz, ne? So, ich kann schon hinter dir herfahren, oder? Ich mache aber ein Vorgewende erstmal, ne? Ja, ja, mach ruhig. Ist doch egal. Zum Lagern besser, wegen dem Kuhstall. So. Kann man so wunderbar in den Lagerhallen anschalten. Lagern, so. Wir haben nichts für Heu zu lagern. Also wir haben kein Heusilo oder sowas. Wir wollen jetzt erstes den Kuhstall. Dann werden wir uns nachher, ja. Das nächste, was dann kommt, ist das Kettsilo. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja. Ich glaube, ich bin hinten ein bisschen Schlangenlinie gefahren. Wow. Das fällt mir bestimmt besonders leicht, da hinterher zu fahren. Das hast du gesagt. Ich habe mich da rausgehalten jetzt. Da habe ich mich jetzt ganz geflissentlich rausgehalten. Weiß nicht, vielleicht habe ich dich ja denken hören. Nee. Ist schon in Ordnung. Ich habe es ja selber zugegeben, dass ich das gemacht habe, also von daher. So, jetzt muss ich mal gucken. Der Bauer keine Hemmung kennt, das Gras er von der Wiese trennt. Jawohl. Gucken, ob ich hier wenden kann. Das ist ein bisschen blöde. Josie hat schon wieder gute Nacht gesagt. Josie, gute Nacht, nicht, Süße. Schlaf gut. Träum was Schönes. Gute Nacht, Josie. Das reicht so. Naja, das stimmt nicht. Naja, das nehme ich dann. Es gibt einige kombinierbare Geräte, Wendler, Schwader oder Frontmähwerk und Ladewagen oder tiefenlockerer Bodenmeißel plus Kreissägegruppe. Wir haben noch kein Multisilo, nein. Alles wird darauf gedrängt, dass wir ja unbedingt einen Kuhstall wollen. Ja. Und wir machen müssen ja schon immer wieder Ausgaben, wie jetzt auch, ne? Dann Schwader und Bänder und so weiter sind dann auch wieder mal über 30.000, zack. Ja, aber wir kriegen das ja locker zu. Ja, na klar. Ja, aber ne, so ist halt immer. Aber auch hier gilt wieder 3 Stunden die Woche. Ja, das ist es halt. Und Multisilo, das kommt als nächstes. Das wird das nächste sein, was wir anschaffen. Ja. Am besten das Cat. Ich liebe das Cat wirklich sehr. Ja, sehr, ne? Ja, ja, dann holen wir das auch. Klar. Vor allen Dingen, da kann man ja wirklich alles reintun. Und das ist ja. Ja, ja, das ist das. Dann auch nicht so umständlich, ne? Beim Silo-Verkauf gibt es das gleiche Geld wie beim Kauf von kein Verlust. Hallo Ron, einen wunderschönen guten Hallo Abend. Ron. Also du meinst, wenn wir unser Silo verkaufen und das Cat-Silo hinstellen, haben wir keinen Verlust? Das klingt Welches gut. Welches Silo verkaufen? Ja, wir haben ja ein Silo. Nur das normale Silo, was wir haben, ich weiß noch nicht, ob da was drin ist.
Muss man mal reinschauen. Das kann ich leider auch nicht sagen. Kriegt man das, kommt zurück oder wie meinst du das? Nee, Dings hat gesagt, Also wenn wir das verkaufen, bekommen wir das zurück. Ja, komm, also machen wir kein Minus, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, dann können wir es auch aus. Ich weiß halt nur nicht, ob was drin ist, aber das kann man ja raus. Welches Silo? Das Cat? Oder welches meinst du? Oder das, was wir haben? Das, was wir da haben, das stand da, glaube ich. Julia hat in das Multisilo auch Paletten eingelagert. Jetzt bekommt sie diese nicht mehr raus. Ja, Salat hat sie da eingelagert. Ja gut, also würde ich jetzt nicht unbedingt Silo machen. Das, was wir haben, das verkaufen, hat den gleichen Preis wie das Cat-Silo. Das ist auch nicht schlecht. Ja, dann machen wir das. Können wir doch machen und gucken wir nachher mal rein, ob wir da was drin haben. Ich weiß es nämlich gerade gar nicht. Ich weiß es gerade auch nicht. Und wenn, dann holen wir es halt raus. So viel werden wir sicher nicht drin haben. Glaube ich auch nicht. Leider sind die Multisilos in der Regel Blödsinn, sei es als Mod oder Vanilla. Wenn es nur um das Spiel geht, ist es okay. Wenn es um einigermaßen Realismus geht, helfen nur Mods. Und selbst die muss man bearbeiten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nun, wenn ihr das normale Silo verkauft, aber bitte das alte Silo immer leer machen. Ja. Okay, also viel wird da sicherlich nicht drin sein. Wir gucken da nachher mal rein. Wir haben ja ein paar Anhänger, da pack mal das Zeug dann rein. Heiko sagt, es kann sein, dass wir sogar Plus machen. Ja, das wäre natürlich noch also besser. Das wäre natürlich noch besser, ne? Ja. Da wir ja jetzt wieder außen hatten, hier. Bis denn, Wolf. Schön, dass du da warst. Wolf, mach's gut, Tschüssikowski, bis dann, Umanski. Wenn er so kommt, Tschüssikowski bis Danomanski. Da kennt sich aber jemand aus mit den Sprüchen. Aber cool, einmal die Woche Internet und er guckt bei uns rein. Ne? Das ist krass, find ich auch, oder? Finde ich total klasse. Allein das ist so krass. Absolut krass, echt. Mhm. Soll ich dir was sagen? Ich habe meinen Kaffee leer. Oh. Wir haben erst eine Stunde rum. Vielleicht hast du Glück und bekommst einen neuen. Na, wenn ich an 7 Days denke, wo mein Kaffee nach 3 Stunden immer noch steht. Ja, das ist gut. Ja, na ja, gut. Ich sag mal so, wenn du dann... Dankeschön, da Sonja! Nächst kannst du auch nicht die Keule aus der Hand legen. Nee, das also kannst du nicht. Schon, ne? Ja, aber. Unter Umständen? Guck mal, Sonja hat gleich einen neuen kredenzt. Ja, das ist super. Warum nimmst du kein Siliermittel? Hat sie doch drin im Wagen. Hat sie doch drin. Ja. Ist doch drin, da. Nehme ich immer. Da, 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 da. Was heißt hier Stopp? Nix Stopp. Das war meine Idee. Jetzt ist es meiner. Jetzt habe ich da reingespuckt. Und wenn du da reingespuckt hast, mir ist das egal. da habe ich keine Probleme. Ach, nehmen wir jede zweite Spur, ja? Ja, dann ist das mit dem Wenden doch einfacher. Für mich auf jeden Fall. Du hast ja noch nicht mal die Dings genommen. Welche?
Das Vorgewende hast du noch nicht mal fertig. Nur unten die nicht. Doch, doch, nur unten die Bahn nicht, weil ich da voll war. Aber die fahre ich zum Schluss auf. Also das ist auch nicht so schlimm, denke ich, oder? Nein. Jetzt Hauptsache, du bist mit meiner Meerei zufrieden. Die Mutter hat das. Ja, sie ist klar. Die Pflanzenflüsterin. Welke, meine schöne Welke. Du bist meine Rose. Verwelkt, aber mein. Du der Obst. Da hat meine Katze. Nee, jetzt kannst du den wieder haben. Das ist der Punkt, wo ich sage, jetzt kannst du den Kaffee wieder haben. Pfui Teufel. Pfui Teufel. Die unsere Hündin, ne? Ja. Die hat, wo die war vorher in der Pflegestation, die mochte auch Kaffee. Echt, ja? Ja. Aber von mir kriegt kein Hund Kaffee. Nee. Im Leben nicht. Nee. Vertragen die sicherlich. Guck mal, wie sie sich freut, dass sie ihren Kaffee wieder hat. Nein, die hat natürlich nicht Kaffee getrunken, aber wenn sie immer neugierig war, hat sie die auch die Hunde auch da dran schlappern lassen. Sehr witzig. Na, ich fand das nicht so pralle, ne? Also, nicht, dass ich nicht meinen Kaffee mit einem Hund teilen würde, aber ich glaube nicht, dass ein Hund einen Kaffee sollte. Nee, auf keinen Fall. Die dürfen ja auch keine Schokolade wegen dem. Ich hab ja Tee, weiß ich nicht. Irgendein Stoff ist da drin. Da können die vergiftet werden, wenn die davon zu viel essen. Rosinen auch, irgendwie. Aber Weintrauben dürfen sie. Linus hat mal. Weintrauben, ja. Linus hat mal einen Beutel Rosinen irgendwie zerpflückt und gegessen. Da hat er was gekriegt, dass der kotzt und so weiter. Ja, ja, das ist ja, ganz gefährlich wohl irgendwie. Je kleiner die Hunde sind, desto aufgeweckter sind sie. Und aufgeweckt ist nicht gut in dem Fall. Nein, das stimmt. Was glaubst du, wenn unser Quarz, wenn draußen kalt ist und er kommt rein, der dreht erstmal richtig im Pfeiltempo über die Couch. Na, süß. Wirklich, also immer hin her, damit dem warm wird, ne? Ja, ja. Der dreht da völlig durch, du. So, jetzt werde ich gleich mal die. Bist du schon die Schlangenlinie gefahren? Ich glaube schon, die Maschinen holen. Ich denke, oder? Ja, wenn sie weg ist. Ich weiß es nicht. Ich bin da hinten noch nicht gewesen. Die Schräge, meinte ich. Schräge? Wo ich schräg geschnitten, also. Ich weiß es nicht. Wenn du nur die untere Reihe hast, dann hast du es wahrscheinlich schon gemacht. Ohne Wenn und Aber, ohne Meckern, also war es perfekt richtig für dich. Wahrscheinlich. Ja, hier, die sind ja alle Kerzen gerade gezogen. Es staubt hier, Hüstel. Nein, den Kaffee möchte ich nicht mehr. Ich frag meinen Ehemann. Deinen Katzenschlapper-Kaffee, den möchte ich nicht. Nein, nein. Katzenschlapper-Kaffee. Das ist aber schade. Nee. Da sollten keine Tiere dran geschlappert haben. Weder Hund noch Katze. Oh, ist das schön, auf unseren eigenen Feldern zu arbeiten, ne? Ja, herrlich. Das ist so echt so ein geiles Gefühl. Freue mich aber schon, aber auch lange drauf gewartet, ne? Ich freue mich schon, wenn wir auf unseren Feldern endlich alles in Ordnung bringen können, weißt du das? Mhm. Oh, Husky, oh, wunderschön. Aber als Kreuzung mit einem Schäferhund, das Temperament hat er vom Husky, das Herz macht nicht mit. Oh ja, das ist natürlich. Aber wunderschön. Was hat er für eine Augenfarbe, Andreas? Vom Schäferhund oder vom Husky? Ohne Katzensappe. Okay.
Grün. Mmh, wunderschön. Husky haben grün, ne? Ist, glaube ich, unterschiedlich. Manchmal blau, grün, ne? Aber stell dich mir wunderschön vor, ein Schäferhund, also so eine Kreuzung und dann halt mit grünen Augen, so, ah, schön. Wenn ich eine Katze hätte, die wäre pechschwarz mit grüne, starren Augen. Ich mag total gerne rote Tiger, liebe ich voll. Oh, finde ich wunderschön. Nee. Die mag ich gerne. Nee. So richtig schöne rote Tiger. Toll. Nee. Grün und blau, ja genau. 25 Liter Kaffee zu den 50 von vorhin. Das lässt mich die nächsten 2 Tage überleben. Shit. So. 59%.